Und herzlich willkommen wieder zu Mass Effect, die Trilogie. Und wir hier mitten im ersten Teil, oder eigentlich ist es ja auch erst der Anfang, mit John Shepard in der Ultra HD-Version am PC. Mit dabei Garrus, Vakarian und Urdnot Rex mit seinen coolen Sprüchen. Unsere zwei außerirdischen Kameraden. So, die Dame Barasini, wenn wir jetzt mal ansprechen, hier auf der Station. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie groß sind die Laboranlagen hier? Wir haben in den Bergen 17 Forschungskomplexe errichtet. Jeder versorgt sich selbst und beherbergt mehrere hundert Angestellte. Erzählen Sie mir von den Firmen, die auf Noveria operieren. Wir haben Labors an mehr als 250 Hightech-Firmen vermietet. Die meisten Aktien halten Schutzabwehr, Fürsorge Elanus, Binhex und SynIQ. Was? Ihre Wachen arbeiten für SAFE, nicht wahr? Die Direktoren bekommen einen Rabatt bei der Sicherheit. Elanus entwickelt auch tödliche und nicht tödliche Waffen. Binhex? Ist das eine Genetikfirma? Binhex ist Marktführer auf den Gebieten Genetik und Biotechnologie. Sie sind allerdings nicht sehr oft in den Medien. Sie erforschen größtenteils Biotikmodifikationen. Das verärgert viele Technikfeinde, organisch orientierte und fundamentalistische Gruppen. War SynIQ nicht neulich in den Nachrichten? Das ist eines der vier vom Zitadellrat lizenzierten Unternehmen, die künstliche Intelligenz entwickeln. Das führt zu vielen Protesten. Aber kein Demonstrant konnte je unsere Sicherheit durchbrechen. Darum investieren sie auch hier. Ich möchte mit Anolees reden. Einen Moment bitte. Mr. Anolees? Ja, was? Was? Commander Shepard möchte Sie sehen, Sir. Gut, okay, kommen Sie rein. Okay, ich komme. Haben wir da schon alles durch? Ja, haben wir. Danke. Im Moment nicht. Danke. In Ordnung. Georgiana. Ach, jetzt komme ich mal Sesel nicht vorbei. Anolees. Guten Tag. Sie werden verzeihen, dass ich nicht aufstehe. Ich habe keine Zeit, Flüchtlinge von diesem Schandfleck namens Erde zu unterhalten. What? Da hat er mich fast ein bisschen am falschen Fuß erwischt. Sie haben meine Akte gelesen? Offenbar haben Sie meine Dienstakte gelesen. Nur ein Narr lässt sich auf Verhandlungen ein, ohne den Geschäftspartner zu kennen. Dieser Empfang ist reine Höflichkeit. Ich werde nur so weit kooperieren, wie es die Direktoren verlangen. Unternehmen kommen hierher, um vor dem galaktischen Gesetz nicht aufzufallen. Ist das riskant? Wollen Sie damit sagen, dass Sie keine Sicherheitsprotokolle haben? Das ist lächerlich. Denken Sie, eine auf Profit besonnene Firma würde in Bezug auf Verluste keine Vorkehrungen treffen? Hier haben die Projektleiter das Sagen, keine wichtigtuerischen Politiker. Ich hörte, dass eine Asari-Matriarchin hier sei. Venesia? Sie traf vor einigen Tagen ein, zusammen mit einer Eskorte und etwas Frachtgut. Jetzt ist sie auf Gipfel 15. Was meinen Sie mit Eskorte? Das versteht sich doch von selbst. Leibwächter, die ihre Person schützen, hauptsächlich Asari-Soldaten. Soldaten? Finden Sie das nicht seltsam? Sie haben alle Bestimmungen beachtet. Ich hatte keinen Grund, Lady Benesia zu verbieten, sie mitzunehmen. Was können Sie mir über Ihr Frachtgut erzählen? Groß, schwer und versiegelt. Es hat den Waffenscanner passiert. Alles andere geht uns nichts an. Ich muss Sie sofort sehen. Das geht leider nicht. Gipfel 15 ist eine private Einrichtung in den Skadi-Bergen. Außerdem tobt dort gerade ein Schneesturm. Die Shuttles können nicht fliegen und alle Wege sind unpassierbar. Was hat Sie hierher geführt? Wenn ich es wüsste, dürfte ich es Ihnen nicht sagen.
Sie kam als Agent Sarens Vollstreckerin hierher. Verzeihung, als was? Vollstreckerin. Saren hält einen Großteil der Aktien von Bin Hex. Lady Benesia ist autorisiert, in seinem Namen zu handeln. Sie ist im Auftrag von Bin Hex hier. Es gab Probleme auf Gipfel 15, um die sich Saren kümmern muss. Ich habe momentan keine weiteren Fragen. Verdrückt, sorry. Gut. Ich erhielt in der Zwischenzeit ein Dutzend dringende Nachrichten. Ich habe sehr viele andere lästige Dinge zu erledigen. Ich bin schon weg. Gut. Ich erhielt in der Zwischenzeit ein Dutzend dringende Nachrichten. Genau, hättest du mal verdrückt. Ich habe sehr viele andere lästige Dinge zu erledigen. Was wollen Sie jetzt schon wieder? Ich hörte, dass eine... Sie traf vor einigen Tagen ein, zusammen mit einer Eskorte und etwas Fragen. Zurück zu meinen anderen Fragen. Jede Minute meiner Zeit, die Sie verschwenden, kostet die Firma 12 Credits. Meine Buchführung ist auf Zack. Ach so, naja gut, dann haben wir... Ach so, Saren haben wir noch nicht. Machen Sie Geschäfte mit Saren? Ich habe Ihnen das doch schon erklärt, oder nicht? Er ist einer der Hauptinvestoren von Bin Hex, einer Grundfeste von Noveria. Obwohl, baut mich zu schmuggeln, den verwerfen wir jetzt nicht. Entwickelt Bin Hex für ihn neue Waffen? Das wäre angesichts seiner Interessen durchaus möglich. Was unsere Klienten in ihren Labors tun, ist ihre Sache. Ja, einerseits, wir würden zwar vielleicht Credits bekommen, aber irgendwie habe ich da ein ungutes Gefühl. Ich habe momentan keine weiteren Fragen. Der Tug ist auf eine charmante und relativ in der Zwischenzeit ein Dutzend dringende Nachrichten. Nette Weise eigentlich gemacht hat, verpfeife ich jetzt nicht, das habe ich jetzt so entschieden. Oh. Das habe ich ja gar nicht gesehen, das Teil. Okay. So, das hätte ich auch gern mit. Aber gut. So. Mr. Anuleis ist nicht der Einzige, der einen Pass zum Verlassen von Han Shan hat. Sie haben noch nie für ein Unternehmen gearbeitet, was, Commander? Bürokratie kann man nicht mit Gewalt bezwingen. Okay, okay. Was würden Sie tun? Reden Sie mit Lorik Keen. Den finden Sie an der Hotelbar. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht in Hörweite von Mr. Anuleis. Okay. Haben wir das jetzt schon? Wie groß sind die Laboranlagen hier? Wir haben in den Bergen 17 Forschungskomplexe errichtet. Jeder versorgt sich selbst und beherbergt mehrere hundert Angestellte. Sie sagten, dass ich mit Laura Keen reden soll. Mr. Anuleis ist nicht der Einzige, der Han Shan dank seines Passes verlassen darf. Keen ist im Hotel, da sein Büro geschlossen wurde. Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen. Wir dürfen das nicht verlassen. Ganz und gar nicht, Spectre. Das ist schließlich mein Job. Also, nicht in der Weise. Na gut, dann schauen wir mal weiter. Haben wir auf der Map irgendwas oben? Garage? Ah, das ist mein Fahrzeug, genau. Alles nicht mehr lassen. Sie müssen einen anderen Weg finden und. Ach so, ich muss ja den Ding verlassen, genau. Vielleicht hätte ich sollen doch ein bisschen schärfer mit ihm reden. Naja. Lorik Quinn. Auf geht's. Das müsste dann theoretisch da oben der Fahrstuhl sein und das jetzt, da haben wir jetzt ein paar Meter zum Hinlaufen. Ich glaube, da oben müsste es sein, oder? Ah, verdammt. Freude, umdrehen. Hoppala. So, nach dem Planeten müssen wir uns einen kleinen Plan eigentlich überlegen. Ich glaube, da werden wir unsere letzte Gefährtin bzw. Squad-Mitglied suchen. Und ich glaube, ich weiß auch schon, auf welchem Planeten das ist, aber wir werden hier mal den Planeten, wenn wir schon da sind, natürlich weitermachen. Und wieder mal ein Fahrstuhl, sehr gut. So, mal der grobe Plan für die nächsten Parts.
Aber ich bin mir sicher, hier haben wir eh noch einiges zum tun. Und dann werden wir schauen, ob wir das letzte Squad-Mitglied gleich noch einmal hier rekrutieren können vielleicht. Bevor wir dann überhaupt weiter stoßen in der Story und so. So, irgendwas mit Fahrstuhl. Ah, da steht's, oder? Ist das die? Ich würde gern kurz mit Ihnen reden. Okay. Der Mann an der Hotelbar. Sein Name ist Rafael Vargas und er ist Handelsvertreter bei Binhex. Ich möchte, dass Sie mit ihm reden. Wissen Sie, wer ich bin? Jeder hier weiß, wer Sie sind, Witzbold. Darum sind Sie ja auch ideal für den Job. Sie sind eine bekannte Größe. Jedenfalls wird Vargas das denken. Er wird annehmen, dass Sie hier sind, um die schmutzige Wäsche der Firma zu untersuchen. Und genau das wird ihn von Ihren, meinen wahren Absichten ablenken. Kann es sein, dass die alle nicht so wirklich Respekt vor mir, Spectre, haben? Das kommt mir irgendwie so vor. Ja, was ist hier eigentlich los? Ich weiß rein gar nichts über Binhex. Worüber soll ich mit Vargas reden? Ich repräsentiere den Aramali-Stadtrat auf Tessia. Unsere Stadt ist bekannt für die Herstellung von biotischen Verstärkern. Wieso interessieren Sie sich für Binhex? Die arbeiten in der Genetikindustrie. Die Arbeit von Binhex dreht sich zum großen Teil um Biotiken. Gerüchten zufolge hat sich der Noveria-Zweig auf Asari-Biotiken spezialisiert. Extrem starke Biotiken. Für das Militär, um genau zu sein. Wir wollen alle möglichen Risiken für Asari-Rechte einschätzen können. Sie sollen sich als Käufer vorstellen. Im Namen der Allianz oder der Spectres. Ihre militärischen Erweiterungsprogramme diskutieren. Ihre wahre Aufgabe ist es allerdings, ihn abzulenken. Ich werde Ihnen ein Gerät geben, mit dem Sie sich in sein persönliches drahtloses Netzwerk einklinken können. Es wird eine Reihe von Überwachungsviren hochladen, die dann Binhex infiltrieren, wenn er sich das nächste Mal in Ihr Intranet einloggt. Ja, und warum genau soll ich das eigentlich machen? Was ist meine Belohnung? Was springt für mich raus? Geld natürlich. Man würde mich für diese Arbeit großzügig entlohnen. Sie somit auch. 500 Credits. Ja, ist eigentlich illegal. Glauben Sie, diese Uniform sei nur Show? Meine Aufgabe ist es, das Gesetz zu schützen, nicht es zu brechen. Glauben Sie, dass sich Binhex an alle Gesetze hält? Dass Sie keine anderen Firmen ausspionieren? Ja, trotzdem. Was Sie möglicherweise woanders machen, rechtfertigt nicht, was ich hier gegen Sie unternehme. In Ordnung, Spectre, ich verschwinde dann mal. Ja, was soll ich sagen? Das mache ich nicht. Guten Tag. Setzen Sie sich und trinken Sie was. Was kann ich für Sie tun? Sind Sie Lori Keen? Ich hörte, dass Sie mir vielleicht helfen können. Sie sind der Spectre, der eben ankam, nicht wahr? Wie kann ein alter Turianer wie ich Ihnen denn helfen? Ich muss zu Gipfel 15. Ich muss in die Garage, um an andere Orte zu gelangen. Sie brauchen einen Pass. Was für ein Zufall. Ich bin der Leiter des hiesigen Büros von Synarq. Zumindest im Moment. Mr. Anoleis hat mein Büro geschlossen. Er behauptet, Berichten über meine Korruption nachzugehen. Der Administrator ist ein interessanter Mann. Er ist ziemlich reich geworden, seitdem er die direkte Kontrolle über die Mieten hat. Da gibt es wohl einen Zusammenhang. Allerdings. Ich habe Beweise für Anoleis Machenschaften. Er heuerte Schläger an, die in meinem Büro danach suchten. Ich vermute, dass ihr Ziel außerhalb dieses Raumhafens liegt. Mr. Anoleis hätte was dagegen, sie umherstreifen zu lassen. Wenn Sie mir die Beweise aus meinem Büro holen, erhalten Sie meinen Garagenpass und einige Credits. Na, das machen wir aber auf alle Fälle. So, jetzt quatschen wir noch weiter.
Warum hat Anolees ihre Karte nicht sperren lassen? Warum sollte er? Da draußen gibt es nichts als Schnee und hungrige Natak. Okay. Wie sind Sie an einen Pass gekommen? Ich bin Manager. Die meisten leitenden Angestellten können nach Belieben kommen und gehen. Das klingt doch gut. Haben Sie einen Plan? Den habe ich. Allerdings gibt es da noch ein... Wie sagen Sie Menschen doch gleich... Haar in der Soße? Ja, oder so ähnlich. Es könnte erforderlich sein, gewaltsam gegen Mr. Anolees Schläger vorzugehen. Mitglieder des Sicherheitsteams von Han Shan haben mein Büro durchsucht. Er bezahlt sie insgeheim. Miss Matsu weiß nichts von dieser Nebenbeschäftigung. Sie wurden bestochen. Wenn er sie unter der Hand bezahlt, dann sind es Söldner. Und Söldner kann ich töten. Großartig. Hier ist mein Zugangspass fürs Büro. Er aktiviert den Fahrstuhl. Perfekt. Die Beweise sind in meinem Bürocomputer. Die OSD enthält einen Zugangscode, mit dem Sie darauf zugreifen können. Stecken Sie sie ins Laufwerk. Der Rest geschieht automatisch. Und vermeiden Sie Blutflecken auf dem Teppich, ja? Alles klar. So, wo müssen wir jetzt? Zum Hotel? Na, wo müssen wir hin? Egal, drehen wir da mal eine kleine Runde. Wo geht's da oben hin? Bleiben wir mal da unten. Kann ich Ihnen helfen? Nein. Sie sind der Spectre, ja? Jupp. Wir dürfen nicht mit Ihnen... Was für ein Angebot haben Sie Ihnen gemacht? Ein gutes. Ich sollte vielleicht keine Zahlen nennen. Sie geben sie sowieso nur ungern heraus. Sämtliche Sonderleistungen natürlich. Oh, sicher. Die Firma kümmert sich um ihre Mitarbeiter. Versicherung, bezahlter Urlaub, subventionierte Wohnung. Nach einem Jahr erhalte ich Aktienoptionen. Gut, da gibt's auch nichts. Gehen wir weiter. Da war Green. Ja, 500 Credits ist das Ganze mir aber nicht wert, dass mir der vielleicht dann auf den Sack geht noch zum Schluss. Verstehe? Tut mir leid. Der Zutritt zum Hotel ist nur Firmenmitarbeitern gestattet. Okay. Nicht auflegen. Großer Bruder, ich bin's. Ich bin jetzt auf Noveria. Den hören wir uns an. Der ist lustig. Ich kann nicht lange reden. Dieser Anruf kostet mich 10 Credits pro Minute. Er findet in Echtzeit aus der Traverse statt. Glaubst du, das wäre preiswert? Ich brauche Informationen. Es gibt hier ein Problem. Mit SinIQ. Der Manager Lori Keen. Er wurde auf frischer Tat ertappt. Der Administrator von Han Shan hat das Büro geschlossen. Du musst etwas für mich herausfinden. Kannst du den Namen aufschreiben? Bist du bereit für den Namen? Ranadril Gan Swa Fulsum Karaten Nar Yadi Bel Anolees. Keiner Name. Nein, das ist der Administrator. Der Han Shan Administrator. Dann denk darüber nach. Ein Turianer riskiert nicht, dass man sein Büro schließt. Er gefährdet sein Team nicht. Das wird schon in der Grundausbildung gelehrt. Ich denke, der Administrator will diesem Keen seinen eigenen Mist in die Schuhe schieben. Natürlich passe ich auf mich auf. Denkst du, ich könnte über das Netzwerk von Noveria ungefilterte Daten bekommen? Außerdem würde es ewig dauern, bis eine Suche außerhalb des Systems wieder zurückkommt. Danke, großer Bruder. Ich muss gehen. Ja, ich melde mich bald wieder. Was wollen Sie? Was trinken Sie? Was haben Sie bestellt? Menschenblut. Mit Zimt. Belästigen Sie jemand anderen. Was wollen Sie? Ich hörte, dass Opold etwas für Sie hat. Sollte mich das interessieren? Sind Sie sein Kurier oder was? Ah! Das ist ja genau, das ist er ja. Nein, aber vielleicht bald. Ich könnte der König des Weltraums sein. Verschwinden Sie. Was wollen Sie? Nichts, verzeihen Sie. Ja, passt. Jetzt das machen wir doch schon generell nicht. So ein Depp. Sieht aus, als würde der Schneesturm da draußen noch eine ganze Weile dauern. Schaut so aus. Die Chiffrierfertigkeit. Ah, die Chiffrierung brauchen wir da. Verdammt. Da muss ich auch noch den einen oder anderen drauf skillen. Ja, und hier natürlich auch. Shit. So, wo müssen wir jetzt hin? So, hier gibt's eh nichts. Ja. Ach. Die Frage ist, soll man dann die Sachen trotzdem machen oder so? Ich weiß es nicht.
kriegen wir dann Probleme? Hauptstory-mäßig wird es wahrscheinlich nicht wirklich viel ausmachen, aber... Aber so haben wir aber dafür vorbildlich bekommen, was wir sonst wahrscheinlich eher bei den Aktionen eher auf abtrünnig bekommen würden, schätze ich jetzt einmal. So, wir müssen bald mal wieder hier kämpfen. Dechiffrierung, ach okay, er hat eh eine gewisse, aber noch eine zu kleine Stufe anscheinend. Und reicht das damit er einfach mit ist, oder wie? Hm. So, Moment. Haben wir Codex was Neues eigentlich? Ach du Scheiße. Als die Menschen ungefähr 2160. Den kenne ich doch gar nicht. Die Zitadelle ist eine uralte. Der Zitadellsektor ist der nicht offizielle Begriff für alle Weltraumsektoren, die von Völkern kontrolliert werden, die die Autorität des Zitadellrats anerkennen. Okay, die Info reicht. Pharos ist eine... In der Galaxie existieren zwischen 2 und 400 Milliarden Sterne. Unerforschte, alles klar. Das Marco, die Norm, die größeren Kriegsraumschiffe lassen. Für die Überlichtgeschwindigkeitsantriebe werden Element Zero-Kerne ein. Ja, das ist jetzt auch nicht so interessant. Biotik, eine künstliche Intelligenz, ist ein Bewusstseins... Ja, wissen wir im Prinzip auch. Nehmen Sie den Fahrspul auf der unteren Ebene der Blaser, um zu kommen. Suchen Sie dort nach Lois Computer. Da, das will ich eigentlich ja machen, genau. Gut. So, sorry. Kurz das Mikro gemutet, das wollte ich gar nicht. Aber ich glaube, wir werden das nächste Mal weiter schon. 22 Minuten, diesmal vielleicht ein bisschen ein kürzerer Part. Ich werde mich da mal ein bisschen orientieren, Freunde. Und vielleicht sehen wir uns dann einfach, bevor ich hier noch 10 Minuten, Viertelstunde das Büro suche, werden wir uns direkt dort vom Lori Quinn sein Büro direkt dann dort beim nächsten Part einfach treffen. Genauso machen wir das. Ja, herzlichen Dank wieder mal für diesen Part und wir sehen uns nächste Mal. Danke und ciao, ciao.